hat. Man weiß nicht, auf welches. Auf jeden Fall gehört er zur Familie und die ist in diesem Sommer größer denn je. Olivia Molina, Schauspielerin und Sängerin, ist mitsamt einer Mitarbeiterin und ihrer kleinen Nichte in das Haus an der Hopfengartenstraße in Bad Hersfeld eingezogen. 3 Monate wohnt sie hier im Grünen, fast wie im Urlaub, wenn da nicht die harten Nächte wären. Aha. 15 Uhr, der Tag beginnt. Kaffeegespräche. Sie wissen, ich war hier vor 20 Jahren. Ja. Und da habe ich ist natürlich. Ist das schon 20 Jahre her? 72. Das erste Mal 3 Groschen. Ja, da hat er gedreht damals. Ist als das wahr? Ja. 20 Jahre. Da war ich, kann ich genau sagen, wie alt ich war. 45 minus 20. 25. Aber damals habe ich anders gelebt, weil ich auch eine andere Kondition hatte. Heute brauche ich wahnsinnig viel Schlaf, weil ich habe meine Stimme natürlich. Ich nehme meine Stimme viel mehr in Anspruch als vor 20 Jahren. Solo hay dolor. 60, vielleicht auch 70 Schauspieler benötigen in der Saison eine kleine Wohnung oder ein Zimmer, was seit der offenen Grenze auch nicht mehr so einfach zu finden ist. Die Miete darf zudem nicht sehr hoch sein, weil ja auch die Wohnung zu Hause weiterbezahlt werden muss. Mich noch einsingen. Einsingen, das ist schon ein Termin in der Stiftsruine, wo man am späten Nachmittag den Bühnentechnikern besser aus dem Weg geht, wenn sie die Bilder für den Abend stellen. Den längsten Spaziergang durch die Ruine macht täglich dieser Herr bei der Kontrolle der genau 1630 Sitzplätze, von denen man während der Festspiele kaum noch einen bekommen kann. Ausverkauft sind fast alle 58 Vorstellungen, auch die 20 draußen im Eichhof, wo man eine Posse von Nestroy spielt. Ausverkauft vor allem die 3-Groschen-Oper, deren Bühnenbild hier gestellt wird. Olivia Molina tritt in diesem Klassiker von Bert Brecht und Kurt Weill als Spelunken-Jenny auf. Es ist 18 Uhr. Zum Einsingen stehen neu gewonnene Räume im sogenannten Fruchtmagazin bereit. Das ist ein Anbau der Ruine. Sie braucht diese Stimmübungen, hat sie uns erzählt. Das sei so wie bei einem Fußballer, der sich warm läuft. Da wird man locker. Inzwischen sind auch die Kollegen da, ziehen sich in ihre Garderoben zurück. Das sind die Lumpen für die Statisten. Sie haben ein gemeinsames großes Kostümmagazin. Aus beschaulich wird geschäftig. Ganz zuletzt fehlt hier noch was und da. Ich habe eine zu große Mütze auf, die ist nicht von mir. Trotzdem, das Kostüm ist echt Feuerwehr, auch wenn die Mütze nicht passt. Tägliche Kontrolle der Brandschutzmittel. Schläuche sind da. Wasser wird's wohl auch irgendwo gehen. Und wer sitzt inzwischen in der Maske? Natürlich Olivia Molina. 19 Uhr. Eine volle Stunde dauert es, bis aus ihr, der Deutsch-Mexikanerin, die seit mehr als 20 Jahren in Hamburg lebt, die Brechtsche Spelunken-Jenny wird. Aber es ist eine Stunde, in der man sich sammelt, in der man Kraft für die Rolle aufbaut und in der man sich auch mit seinen Gedanken mehr und mehr von der Wirklichkeit entfernt. Steigerungen. Wir können noch bis knallweiß gehen. Ja? Aber weißt du nicht, ich erinnere mich vor 20. Ja, gut. Aber meinst du, das hält? Ich habe das Gefühl, die braune Haut guckt immer durch. So, jetzt ist es ungefähr 8:30, also in einer Viertelstunde, 20 Minuten beginnt die Vorstellung. Und jetzt wollen wir ganz schnell nochmal in die Katakomben gucken, also in den Bereich unter der Bühne. Hier sind so ein paar Notgarderoben eingezogen. Hier können wir mal einen Blick reinwerfen vielleicht. Ja, ist leer, also hier stören wir niemanden. Und gleich nebenan gibt es noch eine. Da steht Groß Soli dran, das ist also nur für die Solisten, für die Hauptdarsteller. Hier ist jemand drin. Dürfen wir mal kurz reinschauen? Komm, wir können reinkommen, ja. Ist man denn aufgeregt, so wenige Minuten vor der Vorstellung? Ja, jetzt nicht mehr so. Jetzt haben wir es ja schon geübt ein bisschen. Schade, dass Sie die Feuchtigkeit nicht mitfilmen können. Ja. Sie haben sich verletzt, da böse an der Stirn. Ja, ja, das ist aus einer alten Gangsterzeit von mir. Ne? Also aber das ist toll gemacht, ne? Immerhin das Mikroport ist da drin. Also wir arbeiten da durchaus dramaturgisch mit dem Mikroport. Also das Mikroport heißt, das ist Ihr Mikrofon sozusagen. Das ist mein Mikrofon, das wird dann eingeschaltet bei den Gesangsnummern, das andere ist ohne. Also die Sprechdialogszenen sind ohne Mikrofon und dann wird es zu Beginn jedes Songs wird es eingeschaltet.
Rund 86.000 Besucher werden die Hersfelder Festspiele dieses Jahr haben. Das ist mal wieder ein neuer Rekord. Die letzten für heute werden von den Fanfaren gelockt. Das war so schön. Mackie Messer und Jenny in der Bordellszene. Im Dunkeln sind wir zur Seitenbühne geschlichen. Dort wartet Gerd Remus, ziemlich durchfeuchtet, auf seinen Auftritt. Müsst ihr nochmal rauf jetzt? Einen anderen Feind, den man gar nicht sieht. Es ist, also die Sachen sind hier zum Beispiel noch klamm von dem letzten Regen. Wir haben vorgestern bei Regen durchgespielt. Bis zum Schluss. Es war strömendes Finale im strömenden Regen. Und die werden gar nicht so schnell trocken. Das machen wir trotzdem noch. Das geht irgendwie gut. Hier könnte man die klammen Klamotten trocknen. Hilft aber nicht viel, weil insgesamt geht's eben in der Kantine doch recht feucht zu. Statisten in Wartestellung, eine Blickrichtung zum Bier. Manche meinen die Intendanz, andere glauben, die Kantine sei das Zentrum der Festspiele. Die mit der Intendanz haben recht. Ja, haben denn die Schauspieler dieses Jahr genug Durst? Na, je nach Wetter, ja. Jetzt wollen wir mal einen Schauspieler in Verlegenheit bringen. Hat nämlich einen vollen Mund gerade. Schmeck's? Danke sehr. Aber das können wir. Wir stecken das an die Seite wie ein Hamster und dann können wir doch sprechen. Ja, einige jedenfalls. Und das war unser Tagebuch aus Bad Hersfeld, wo der Tag gegen 15 Uhr beginnt und oft erst gegen 2 Uhr endet.